Der Rest kann nach Hause fahren, kann ambulant behandelt werden. Es sind im Moment 4 Ärzte an Bord, die sich um die 13 Erkrankten kümmern. Also es ist nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Es ist eine klassische Durchfallerkrankung, Brechdurchfallerkrankung. Und damit steht kein größeres Problem da. Das Schiff kommt aus Ungarn und wäre hier die letzte Station gewesen. Der Verdacht ist wirklich eines sogenannten Norovirus. Das ist ein starkes Erbrechen- und Durchfallsymptom. Also wir klären das mal ab. Norovirus ist ein ganz hoch ansteckendes Krankheit, die natürlich über die Tröpfcheninfektion übermittelt wird oder übers Essen. Aber wie gesagt, das ist Spekulation, woher das genau kommen kann. Das kann sein, wenn ein Patient das hat, dass es sich relativ schnell auf so einem Schiff im engen Raum mit vielen Personen verbreitet. Also das Hauptproblem, warum so viele Rettungsmittel vorhanden sind, ist, dass man zunächst erstmal unterscheiden muss, wer ist krank, damit man nicht das Geschehen von hier in das nächste Krankenhaus verlegt, was dann natürlich aus allen Nähten platzt, wenn da plötzlich 130 Menschen auftauchen, von denen letztendlich gerade mal 13 krank sind. Das Gesundheitsamt kümmert sich jetzt dann um die Desinfektion des Schiffes auch, weil das Schiff soll ja heute Nachmittag dann bereits die neuen Gäste aufnehmen und dass dort keine Infektionsgefahr besteht.